die Mehrfamilieneinrichtung in 2,4 GHz WLAN. Bevor Sie mit der WLAN-Einrichtung beginnen, installieren und registrieren Sie die eLifestyle-App für Android oder iOS auf Ihrem Mobilgerät. Vor dem Einrichten des Gateways per WLAN ist es erforderlich, den Standort am Mobiltelefon und in der App zu aktivieren und die mobilen Daten vorübergehend zu deaktivieren. Das Gateway kann sich nur mit einem 2,4 GHz WLAN verbinden, wenn beide Frequenzbänder 2,4 GHz und 5 GHz auf einer SSID aktiv sind, muss das 5 GHz Band deaktiviert werden. Nach erfolgreicher Anbindung kann das 5 GHz Band wieder aktiviert werden. Bei der Fritzbox finden Sie dies im Expertenmodus unter WLAN und Funknetz und Funkkanal. Beim Speedboard ebenfalls im Expertenmodus unter Heimnetzwerk WLAN Grundeinstellungen. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem gleichen Router und dem gleichen 2,4 GHz WLAN-Netzwerk, mit dem Sie auch das Gateway verbinden möchten. Platzieren Sie die Antenne des Gateways außerhalb von Verteilerkästen und Verteilerschränken, um einen bestmöglichen Empfang zu gewährleisten. Das Gateway per WLAN in der eLifestyle-App hinzufügen. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das Feld Meine Geräte. Wählen Sie nun Geräte. Jetzt tippen Sie rechts oben auf das Pluszeichen. Wählen Sie Einrichten Config via QR-Code und scannen Sie den QR-Code am Villa GW. Über Manuell hinzufügen können Sie das Gerät alternativ einbinden. Das Gateway mit der eLifestyle-App verbinden. Hier empfehlen wir Ihnen, das Gerät mit dem Account des Endnutzers einzurichten. Wählen Sie Ihr gewünschtes Heimnetzwerk aus und geben das erforderliche WLAN-Passwort ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit Weiter. Jetzt vergeben Sie den Anzeigenamen für das Gateway. Anschließend tippen Sie auf den Anwendungsbereich und wählen Sie Mehrfamilie aus. Bestätigen Sie die Eingabe mit Weiter. Hier gibt es Unterschiede in den Betriebssystemen. Bei Android gehen Sie zu den Netzwerkeinstellungen Ihres Mobiltelefons und wählen Sie das Gerät mit der SSID AV-Link aus. Passwort ist hier AV-Link 1234. Anschließend kehren Sie zur eLifestyle-App zurück. Bei iOS beachten Sie die angezeigten Voraussetzungen, um mit der Einrichtung fortzufahren. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, bestätigen Sie dies mit Weiter. Das Gateway wird nun mit dem Heimnetzwerk verbunden. Nach Abschluss ist das Gerät betriebsbereit. Am Gateway leuchten nach erfolgreicher Einrichtung dauerhaft die LEDs Power und LAN. Nach der Einrichtung werden die Geräteeinstellungen geöffnet. Weitere Benutzer zu einer Bus- und Klingeladresse hinzufügen. Die Mehrfamilieneinstellungen können nur geöffnet werden, wenn Sie sich im gleichen Netzwerk wie das Gateway befinden. Sind diese bereits geöffnet, beginnen Sie bei Schritt 3. Gehen Sie unter Meine Geräte, anschließend auf Geräte und wählen Sie hier Ihr benanntes Gateway aus. Öffnen Sie die Geräteeinstellungen. Sie können sich nun mit dem Benutzernamen Admin und dem Passwort Admin einloggen. Tippen Sie auf Plus hinzufügen, um eine Bus-Klingeladresse anzulegen. Wir empfehlen Ihnen für ID-Nummer und Busadresse die gleiche Nummer zu vergeben. In Name und Beschreibung können Sie den Namen des Benutzers hinterlegen. Wie Sie eine Busadresse auswählen, zeigen wir Ihnen im Kapitel Busadresse auswählen am Ende des Films. Wischen Sie innerhalb der gewünschten Zeile nach links und tippen Sie auf das QR-Code-Symbol. Um den QR-Code für die Bus- und Klingeladresse anzeigen zu lassen und mit dem Benutzer zu teilen. Dieser QR-Code ist notwendig, damit die Weiterleitung auf den Account des Nutzers stattfinden kann. Verwenden Sie den Button Teilen, um den QR-Code zu versenden, wahlweise per E-Mail, Messenger oder WhatsApp. Oder klicken Sie auf Speichern, um diesen auf Ihrem Gerät abzulegen. Der Benutzer muss hierfür seine App öffnen und wie folgt vorgehen. Meine Geräte, Geräte
oben rechts auf das Plus zeigen, die Klingeladresse via QR-Code einbinden, auswählen und den QR-Code seiner Adresse zu scannen. Wichtig hier ist, der Benutzer, der zuerst den QR-Code seiner Adresse einscannt, wird zum Bus-Adress-Admin. Nach der Einrichtung sind Sie der Administrator Ihrer ausgewählten Bus-Klingeladresse. Abschluss der WLAN-Einrichtung. Das Gateway ist betriebsbereit, wenn die beiden LEDs Power und LAN dauerhaft leuchten. Nun können Sie das 5 GHz WLAN wieder an Ihrem Router aktivieren. Aktivieren Sie wieder die mobilen Daten an Ihrem Mobiltelefon. Die Mehrfamilieneinrichtung im LAN. Bevor Sie mit der Einrichtung bei LAN beginnen, sind folgende Schritte nötig. Installieren und registrieren Sie die eLifestyle-App für Android oder iOS auf Ihrem Mobilgerät. Vor dem Einrichten des Gateways bei LAN ist es erforderlich, die mobilen Daten vorübergehend zu deaktivieren, damit Ihr Mobiltelefon mit dem Router verbunden bleibt. Nun verbinden Sie das Gateway und Ihren Router mit einem LAN-Kabel. Das Gateway bei LAN in der eLifestyle-App hinzufügen. Wir empfehlen hier, das Gerät mit dem Account des Endnutzers einzurichten. Öffnen Sie nun die App und tippen Sie auf das Feld Meine Geräte. Wählen Sie jetzt Geräte. Tippen Sie rechts oben auf das Pluszeichen. Wählen Sie Geräte im LAN durchsuchen und achten Sie darauf, dass Ihr Mobiltelefon bei der Einrichtung im selben Netzwerk ist. Sobald das Gateway im LAN gefunden wurde, tippen Sie auf Villa GW. Vergeben Sie einen Anzeigenamen für das Gateway. Anschließend tippen Sie auf den Anwendungsbereich und wählen Sie Mehrfamilie aus. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. Wie Sie weitere Benutzer zu einer Bus-Klingeladresse hinzufügen, sehen Sie bei der WLAN-Einrichtung in diesem Film im Kapitel Weitere Benutzer zu einer Bus-Klingeladresse hinzufügen. Wie Sie eine Busadresse auswählen, zeigen wir Ihnen im Kapitel Busadresse auswählen am Ende des Films. Abschluss der Gateway-LAN-Einrichtung. Das Gateway ist betriebsbereit, wenn die beiden LEDs, Power und LAN, dauerhaft leuchten. Aktivieren Sie wieder die mobilen Daten an Ihrem Mobiltelefon. Wichtig für iOS-Nutzer: Vergewissern Sie sich, dass an Ihrem Smartphone unter Einstellungen Apps eLifestyle, das lokale Netzwerk, eingeschaltet ist. Klingeltaste und Busadresse festlegen. Tippen Sie auf Busadresse. Wählen Sie die gewünschte Klingeltaste der entsprechenden Türstation aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Weitere Informationen findet ihr immer auf unserer Website. Wenn euch unser Kanal gefällt, einfach abonnieren und weiterempfehlen. Tschüss, euer Thomas Schrott.